Krisin, bald der neue Testosteron-Superstar, bald verboten, Fragezeichen. Nur 10% der Forschungsgelder, die für gesundheitserhaltende Mittel allokiert werden, stammen tatsächlich aus Steuergeldern. Das heißt, 90% stammen von Menschen, die neue Stoffe erforschen, um einen Beitrag für die Menschheit, für die menschliche Gesundheit besser gesagt, zu leisten. Behörden machen es sich gewollt einfach, denn nur weil etwas noch nicht nachgewiesen wurde, heißt es noch nicht, dass es keine Wirkung gibt, sondern eher, dass man dem nachgehen sollte. Das beste Beispiel war C-Punkt. Ja? Viele Substanzen galten als unwirksam, bis private Institutionen den Staat vom Gegenteil überzeugen mussten. Jedes heute noch so gut belegte Präparat war einst als unwirksam deklariert. Siehe Vitamin D3 vor 40 Jahren. Daher versuche ich, der Wissenschaft quasi voraus zu sein, ja, sodass man eher davon profitieren kann, ja, obwohl etwas noch nicht ausschließlich punktuell an Goldstandardstudien bewiesen worden ist. Dieses neue Produkt basiert nicht auf humanen Goldstandardstudien wie sonst immer, ja, und daher ist die Wirkung nicht kausal belegbar, den ich gleich vorstellen werde. Ja. Die Daten und die Wirkung sind für mich aber sehr vielversprechend, dass ich vermute, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser Stoff den Durchbruch hat. Die Rede ist von Krisin, einem Stoff, ja, der von 99,99% Menschen quasi noch nie gehört davon haben. Ja. Aber viele Menschen haben schon von dem Stoff Propolis etwas gehört. Der hat ja wirklich eine unfassbare raketensteile Entwicklung vorgelegt. Ja. Also muss man wirklich sagen. Dies ist ein Konglomerat, also Propolis, ja, von Pflanzenbestandteilen wie Harz, ja, den Bienen quasi gesammelt haben, ja, der ihnen selbst bei Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit jegliche Erreger und Pilze vom Leib hält. Wirklich ein Faszinosum. Ja. Dabei hat dieses Propolis auch eine enorme Karriere einfach hingelegt in den letzten Jahren, ja, die Gesundheit von Millionen von Menschen quasi bereichert. Ja. Eine interessante Studie zu C und Propolis, ja, mit vielversprechenden Ergebnissen, auf die ich aber hier nicht weiter eingehen möchte. Ja? So, wegen dem Algorithmus bei YouTube, ihr wisst schon. Ja? Man wollte quasi wissen, woraus Propolis überhaupt erstmal besteht. Ja? Naja, seht selbst. Ja? Krisin ist mit diesem riesen Abstand hier der meist vorkommende Stoff in dem Propolis. Ja? Fast so viel wie alle anderen gemessenen Stoffe zusammen. Daher hatte ich so einen enormen Fokus auf Krisin, ja, der trotz der geringen Bioverfügbarkeit so ein Potenzial hat. Oral wird er nur sehr, sehr schlecht aufgenommen übrigens. Daher sollte man die Darreichungsform in liposomal ändern und dazu gibt es ebenfalls eine Publikation. Man sieht, dass liposomales Krisin deutlich besser aufgenommen wird, ja, und das mit 180 Nanometer großen Liposomen, die eher schlecht wirksam sind im Vergleich zu unseren, die 120 Nanometer klein sind, ja. Und damit auch die Meshgröße des Rohstoffs deutlich höher ist und damit feiner sein kann und damit mehr Adhäsionsoberfläche bietet bei uns in den Darmzellen auch nochmal, ja, bei unseren 120 Nanometer großen. Aber zurück zu Propolis. Was kann das denn so, ja? In einer Goldstandardstudie, sogar doppelblind mit Zuckerkranken, denn da sieht man es immer besonders gut, und Propolis, gab es Spannendes zu berichten. Knapp 100 Menschen bekamen nur 1 Gramm am Tag. Und 90 Tage vergingen. Ja, vorher waren beide Gruppen perfekt miteinander vergleichbar, keine signifikanten Unterschiede. Wir sehen, dass der CRP-Wert, Entzündungswert, statistisch signifikant gesunken ist. Und das, obwohl sich dieser Wert, wie alle anderen, nicht unterschied vor der Studie. Auch die beiden wichtigsten Blutzuckerwerte, der Langzeitblutzucker, wie die Insulinsensitivität, ja, wie auch das HDL, haben sich statistisch signifikant verbessert in der Propolis-Gruppe. Auch in der anderen Studie, ja, das gleiche, perfekte Format zu Nierenerkrankung, ja, dort zeigte Propolis eine herausragende und statistisch signifikante Wirkung auf die Nierenfunktion. Also nicht nur bei der vermehrten Eiweißausscheidung über den Nieren, ja, ging signifikant zurück, sondern auch die Filterfunktion nahm nach 12 Monaten signifikant zu. Es ist sicher davon auszugehen, dass Krisin einen Beitrag dazu geleistet hat als Hauptwirkstoff in dem Propolis. Ja? Die Eigenschaften von Krisin reichen aber noch viel weiter. Und jetzt kommt's. Testosteron und Östrogen sind dessen Spezialgebiet. Das Enzym Aromatase konvertiert bei uns im Körper Testosteron zu Östrogen. Dieser Vorgang passiert vor allem im Fettgewebe. Daher führt viel Fett zu noch mehr Fett. Denn Östrogen induziert Fettansammlung.
Und mehr Fett akkumuliert wieder mehr Aromatase, welches wieder Testosteron zu noch mehr Östrogen umwandelt. Und da fängt der Hamster an zu humpeln. Hemmt also etwas das Enzym Aromatase, dann steigt der Testosteronspiegel an, was sehr wünschenswert ist als Mann. Also vor allen Dingen auch für die Muskeln, für die Potenz, fürs Anti-Aging, ja, fürs Immunsystem vor allen Dingen auch, ja. Aber auch bei der Frau, denn zu viel Östrogen induziert Brustkrebs. Was viele nicht wissen, sind Östrogene, die sind nun mal abbauresistent im Wasser. So kann es sich im Trinkwasser wie auch in Nahrungsmitteln, ja, befinden. Zum Beispiel auch Fischen oder Tieren oder wie auch immer. Ja. Dies kann sogar in Unfruchtbarkeit dementsprechend münden. In einer Studie seht ihr hier eindrücklich, dass eine Aromatasehemmung induziert wird durch Cousin. Dies zeigt auch eine neuere Publikation. Ja. So heißt es, die Ergebnisse dieser Studie lassen darauf schließen, dass Nahrungsbestandteile wie Cresin, die in Lebensmitteln wie Honig und Propolis enthalten sind, die Östrogenproduktion verringern können. Cresin ist ein nahezu starker Aromatasehemmer in einer Untergruppe von Phytochemikalien, der auch bei die Vermehrung von Krebszellen hemmen kann. Ja? Da ein Großteil der Forschung in vitro durchgeführt wird, sind in vivo Studien, das heißt Lebensstudien, ja, erforderlich, um die Aromatasehemmwirkung, ja, von Cresin zu bewerten. Dies korreliert mit Säugetierstudien und Cresin. Wir sehen, der Testosteronspiegel, ja, in der Cresin-Gruppe stieg. Weiter konnte beobachtet werden, dass der Hoden und der Nebenhoden an Gewicht zunahmen, wie auch die Spermienzahl. Nicht aber das Prostatavolumen. Ganz wichtig, nicht das Prostatavolumen, was sonst schlecht wäre. Ebenfalls wurden alle wichtigen körpereigenen Antioxidantien ermittelt. Auch hier spielt das Cresin das antioxidative Potenzial in den Tieren, ja, lässt es quasi signifikant steigen. Ja. Auch eine andere Studie an Säugern zeigte genau den gleichen Trend. Rheumatoide Arthritis ist oft mit testikulärer Dysfunktion assoziiert, bezogen auf die Spermienproduktion und natürlich auch auf die Sexualhormone, da Testosteron aus dem Hoden entspringt. Das wissen viele nicht. Ja? Zunächst ging es hier um den Vergleich zu dem Arzneistoff Celecoxib, ja? Ein Schmerzmittel und Entzündungshemmer, genau genommen COX-2-Hemmer, ja? Der aber niedriger dosiert wurde als Cresin, muss man dazu sagen. Wie wir sehen können, wurde die Schwellung in den Gliedmaßen sogar besser durch Cresin beseitigt als durch den Arzneistoff, der aber, wie gesagt, niedriger dosiert war. Auch hier wurde der Index, kurz das Gewicht der Keimdrüsen, ermittelt. Und diesen Wert konnte Cresin wieder am besten positiv beeinflussen. Auch hier kam es erneut zu der Tatsache, dass Cresin den Testosteronspiegel statistisch signifikant erhöhte. Menschenstudien werden in den kommenden Jahren folgen, ja. Da kann man darüber noch keine Aussage tätigen. Ganz wichtig, ja. Das sind jetzt nur in Vivo-Studien, an Tierstudien, wie auch immer halt. Über den Menschen kann man noch keine Aussage treffen. Aber ich persönlich vermute, ja, sehr vielversprechende Ergebnisse. Ich konsumiere den Stoff jetzt schon seit, ja, circa, weiß nicht, 8 Wochen ungefähr, ja, und ich bin wirklich begeistert von der Wirkung, ja. Ich gehe momentan 6-mal die Woche ins Fitnessstudio, was ich vorher einfach nicht geschafft habe, ja, und kann auch so hart wirklich trainieren, wie ich vorher nicht trainieren konnte, ja. So, ich kombiniere das Ganze noch mit dem liposomalen Q10 vor dem Sport und Kreatin, ja. Ich bin in 6 Wochen, ja, von 100 Kilo Bankdrücken dementsprechend hochgekommen, ja, auf 120 Kilo Bankdrücken. Also es ist wirklich enorm einfach, ja. Ich verlinke euch das gerne mal unten, ja. Ihr könnt das auch gerne auch testen, auch wenn die Studienlage am Menschen noch nicht da ist. Das muss ich ganz klar hier nochmal sagen halt, ja. Aber die Tierstudien und die Vitro-Studien haben für mich persönlich schon gereicht, um diesem Stoff eine Chance zu geben. Und dieser Stoff hat sehr, sehr tolle Eigenschaften auf mich gehabt, vor allem Menschen, die noch Sport treiben oder Sport treiben wollen, ja. Das möchte ich dazu sagen. Ich hoffe, es folgen noch Goldstandard-Studien am Menschen, wie auch immer, damit man dann wirklich die Wirkung auch belegen kann halt, ja. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das Produkt verlinke ich unten. Cresin Liposomal wird viel besser aufgenommen als normal, habe ich ebenfalls in der Studie gezeigt. Auf purazell.de bekommt ihr das. Findet ihr unten. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ich sage ciao.